So, hier ist ein Dorf aufgebaut worden, so wie es früher einmal war, mit dem Pflaster und allen drum und dran. Ne? Hintergrund ist klar ein kleiner LKW, aber Autos dürfen hier auch durchfahren. Aber so wie hier die Dörfer früher gebaut worden sind, das ist ganz toll, mit allen möglichen drum und dran, mit Kirche und Restaurant und so weiter und so fort. Mach mal. Jetzt fängt er an. Manfred am Cruz de Ferro. Ist es soweit? Josch, das filmt schon. Gott, oh Gott, ich fall hier noch hin. Manfred am Cruz de Ferro. Hiermit legt er alle seine Sorgen und Lasten ab, die er im Leben gehabt hat, und ist davon erlöst. Ein historischer Tag im Leben von Manfred. Hast du einen Stein draufgelegt? Alles klar, habe ich alles draufgelegt. Habe ich alles draufgelegt. Ja, jetzt bist du alle deine Sorgen, Nöte und Lasten, alles, was dich bedrückt im Leben, bist du jetzt los. Das wäre schön. Mit Ablage dieses Steines. Ja. Die Waagschale ist jetzt zu deinen Gunsten geändert worden. Jetzt übergebe ich mal an Manfred. Ja, genau. Und jetzt geht Lothar los. Mal gucken. Soll ich mal ein bisschen zurückgehen? Dieses dicke Teil da. Das ist der Stein von Elli. Ja. Wie viel? Den sie mir mitgegeben hat. Wurde nicht so theatralisch. Wiegt 177 Gramm. Ja. Das ist jetzt 177 Gramm, ist jetzt mein Rucksack. Ja. Beweg dich. Wahnsinnshöhe hat das Teil, ne? Da stecken alle möglichen Sachen drin. Ketten, Ringe, Bilder, Zettel, alles Mögliche steht da drin. Jetzt kniet er sich sogar hin, so wie ich. Ja, ist alles klar. Jetzt küsst du auch noch den Boden hier. Tu nicht so, als ob du der Papst wärst. Komm runter, mir ist zu kalt hier. Jetzt umarmt er das Teil auch noch. Ja, und er macht es heute dramatisch. Ja, ja, ja. Ja, vielleicht hört das keiner hier. Nicht, dass du jetzt noch auf der Nase fällst hier. Jetzt kommt noch. Guck mal, ich auch schön auf der Nase liegen. Jetzt kommt noch das Geheimnis des Niederkniens. Das war nämlich ein Sitzkissen. Ach so. Jetzt hätten unsere Knie das nicht durchgehalten. So, okay. Jetzt tschüss. So, jetzt hast du was für Finny. Hier ist der. Du musst den Finger darunter nehmen, da ist das Mikro drauf. Oben. Ja.
Hier ist der Zauberwald. Ja, Mann, ihr hört gerade, seht ihr das, wie weit der reingeht hier? Da sind die Feen drin. Da ist der Zauberwald. Guck mal, ganz dicht sind wir da drin. Im Zauberwald. Da wachsen da überall Moose an den... Nee, Flechten sind da. Und Flechten an den Bäumen. Lothar weiß das immer besser, ne? So. Und da sind die... Lothar und die schmalarschigen Koreanerin. Ja, so ist das. Kilometer für Kilometer quält man sich hier vorweg. Hier ist auch noch unsere Nachbarin. Wie heißt sie nochmal? Elisabeth. Elisabeth heißt sie. Ja, guck. Quält man sich voran hier. Buen Camino. So, ich mach mal aus hier. Was ist das denn für ein Teil? Ha? Ist das eine Mühle? Eine Olivenpresse ist das. Das, aber dass die gerade an der Straße steht hier, die Oliven. So, Herrerias haben wir hier. In den Bergen. Herrlich, ne? Da ist Herrerias. So, da geht der Jakobsweg jetzt hoch. Nach La Faba in den Wald rein und dann geht es richtig schön zur Sache. Ja, hier sind wir oben auf dem Cebrero. So ein bisschen Tourismus das Ganze. Ach, kommt gerade meine Koreanerin wieder da hergelaufen. Ihn habe ich schon mal in Leon gesehen hier. Er schläft nur draußen mit seinem Hund. Na? Das ist die Kirche von Leon.
Was haben wir da denn? Das sieht ja interessant aus, ne? Und hier kommt der Bach raus. Unter dem Haus. Unter dem Haus kommt der Bach her. Und da gibt es auch noch.